Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, ich muss es zugeben, ich habe mich gespoilert, was die Pitmaze angeht, da ich keine Lust habe, hier noch weiter herumzuirren. Erstmal habe ich dabei ein sehr komisches Secret gesehen. Dazu müssten wir mal wieder darunter. Am besten lassen wir uns da drüben runterfallen. Nicht hier, sondern hier, dass wir die Pitmaze endlich mal hinter uns bringen können. Die Pitmaze hinter uns bringen können. Nein, wir können die Pitmaze nicht hinter uns bringen, weil jetzt die Pitmaze nicht lässt. Wir sind genau falsch runtergesprungen. Ich müsste nämlich eigentlich da drüben hin. Und bin jetzt hier total falsch. Das ist auch der falsche Weg. Oh, wir wurden netterweise dahin teleportiert. Klappt das so? Nein, so klappt das nicht. Meine beiden Steine sind nicht mehr hier. Die habe ich, glaube ich, eingesackt. Genau. Ja. Mist, das war zu langsam. Und jetzt hat es gar nicht getriggert. Oh, und die sind alle wieder ein bisschen hungrig. Ich weiß, das ist jetzt ziemliches Ausnutzen. Also das, was ich in dem Walkthrough-Video gesehen habe, hat er dreimal hier drauf geklickt und wurde dann weggeportet. Eine ganz komische Sache. Ah. Ja gut, das hat uns, glaube ich, dahin geportet. Und jetzt sind wir hier. Auch gut. Kümmern wir uns um die wichtigere Sache. Das hat nämlich eigentlich nur das hier zugemacht. Das war nämlich der Hebel. Zurück in den Witchwalk. Den ich ja mittlerweile fast auswendig kenne. Aber auch nur fast. Dum, dum, dum. Ja. Yeah.
Und wieder unten. Au. Ah, hier lang. Ja, jetzt muss ich wieder warten. Mach mit dem Fall mal wieder Federfall an. Zu, das da, dann das da. Da muss ich hier rum. Muss da den Knopf drücken. Muss erstmal wieder runterfallen. Aber das dürfte jetzt das ganze Rätsel gewesen sein. So, den Bridgewalk lasse ich jetzt mal, weil jetzt müsste hier die Wand offen sein. Ja. Und da ist der Schlüssel, der gleichzeitig ein Secret war. So, ich habe auch gesehen in dem Walkthrough, dass es irgendwie geschafft hat, hier eine Wand zu öffnen, die da nämlich. Wobei ich keine Ahnung habe, wie er das angestellt hat. Ja, nicht die Wand. Irgendeine Wand hier hatte er geöffnet. Ich glaube, es war die Wand hier. Frag mich jetzt nur nicht, wie er das angestellt hat. Nein, das bringt definitiv nichts. Ach, da ist der Knopf gewesen, okay. Das hier ist nämlich dann eine mehr oder weniger Abkürzung. Aber gut, jetzt haben wir endlich die Pit Maze auch hinter uns. Und dürfen uns mit Leeches anlegen. Ach, ist das schön, wenn die Leute genug Schaden machen, wenn sie satt sind. Leechfilet. Brauchen wir nicht unbedingt. Können wir behalten. To the Horus Mines. Aha. Wir haben also den Weg nach unten in die Minen gefunden. To the Palace Dungeon. Mhm. Guard Room. Das hat nichts gemacht. Tome of Peak Agility. Gain the Agate Trait or 2 skill points if Champion already has the trait. Agil hat jemand. Ah ja, sie hat Agil.
Dexterity plus 2, das. Könnt ihr nicht schaden? Ja. Jetzt hat sie nämlich schön viel Evasion und Set Protection viel. Wenn ich das wieder rausnehme, brauche ich die Fackeln? Oder geht das auch so? Focused Fury. Aggressive Trait oder eine Stärke. Das macht die Attack Power hoch, soweit ich weiß. Ich teste einfach mal an ihm. So, er hat jetzt noch Aggressive. Ja, Attack Power plus 4. Das bringt bei ihm am meisten was. Und ich stecke einfach mal hier Fackeln rein, für den Fall, dass das auch was bringt. Irgendwas in der Nähe hat sich geöffnet, und zwar ziemlich laut. Ah, das hier. Die Emeralds kann ich übrigens auch nicht mehr rausnehmen. Grimwald's Returning Axe. Ranger Equipment, XT28, bringt mir nur nicht viel. Scroll of Prismic Assault, du bist Staff Defense. Bist ein Prismic Spell, wer hätte das gedacht? Und dich haben wir bereits. Recharge Item. Auch Stuff Defense. Du bist aber Battle Mage Spell. Sie braucht auf jeden Fall mal wieder 6 Punkte in Stuff Defense. Gut, das war dann wohl das Secret dieser Ebene. Damit kann man wohl scheinbar Sachen wieder aufladen, wie zum Beispiel das hier. Hast kannst du ja schon, oder? Hast kannst du. 60 Sekunden Hast durch die Schuhe. Gut. Ob mir die Schritte hier gefallen, ist halt die Sache. Personal Storage. Holding Cells. Okay. Das ist nicht so toll, dass er jetzt da unten rumsteht. Au. Einfach mal hochheilen. Nein, das war nicht so gut. Okay.
Okay, wir haben ihn gerade eingefroren. Au. Oh.